Heute geht es darum, dass ich der Bruder von Julian Klaassen bin, dem bekannten YouTuber Julienko, und warum ich vor einer Woche meine Familie verlassen musste. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video mache, aber es ist mir sehr wichtig. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video, liebe Freunde. Es geht heute darum, dass ich der Bruder von Julienko bin. Und eigentlich wollte ich dazu nie Stellung nehmen, das Ganze nie öffentlich erzählen. Keine Ahnung, es ist immer so doof, der Bruder von jemandem zu sein. Deswegen habe ich mir 2015, als wir unseren ersten Kurzfilm veröffentlicht haben und ich dann auch mit YouTube begonnen habe, den Namen Wuttke zugelegt, um einfach losgelöst davon zu existieren. 2015 gab es dann aber auch gleich schon die ersten Probleme und es wurde gesagt, ist das Julienko in dem Kurzfilm, ist das nicht Julian? Außenseite. Opfer. Ich kann verzeihen, glaub mir. Der sieht aus wie Julian, der redet wie Julian. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist, dann fängt man ja auch nach und nach an, die Sprache der Freundin so ein bisschen zu übernehmen. Und einige Wörter zu sagen, die man vielleicht vorher gar nicht im Sprachgebrauch hatte. Und das komplett zu verstecken ist eben dadurch so schwer, dass ich gemeinsam mit Julian in Köln aufgewachsen bin. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, das einfach zu sagen. Auch aufgrund des Vorfalls letzte Woche. Weiß nicht, wir können ja hier gerade auch einfach mal einen Stimmtest machen. Ich zeige euch hier einmal einen Ausschnitt aus einem Video von Julian und dann aus einem YouTube-Video von mir. Leute, kurze Zwischenmeldung. Ich werde jetzt da oben eine Abstimmung machen und ihr müsst ankreuzen, welche Gummibärchenfarbe eure Lieblingsfarbe ist. Du warst jeden Tag der Mittelpunkt. Jede Minute. Jede Sekunde Anerkennung. Wir haben es auch immer versucht eigentlich. Ich bin jetzt vor 2 Jahren dann auch in den Norden von Deutschland gezogen, uns aber immer noch regelmäßig zu sehen und Zeit miteinander zu verbringen, aber das Ganze eben losgelöst von jeglicher Öffentlichkeit. Wir konnten immer sehr gut miteinander über alles reden. Wenn ich mal so Gewissensbisse hatte oder, keine Ahnung, mir so ein bisschen unsicher war, dann hat er immer gesagt, mach doch nichts, mach einfach und ist doch egal. Und das hat immer sehr gut getan, weil er so eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit reingebracht hat, dass man einfach alles irgendwie machen kann. Und durch ihn habe ich auch starke Rabatte dann auf jegliche Bilou-Produkte gekriegt. Und das war immer sehr schön. Wir haben wirklich ein tolles Verhältnis gehabt. Aber vor einer Woche ist es dann eben passiert. Da haben wir uns auch gegenseitig dann besucht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in letzter Zeit ist Julian einfach dabei, alles, was er hat und was er besitzt, einzuschmelzen in YouTube-Videos. Er hat schon 4000 Gummibärchen auf YouTube eingeschmolzen, 1700 Skittles und 600 Kaugummis. Und er hört eben einfach nicht auf damit. Und als ich dann eben vor einer Woche bei ihm zu Besuch war, wir waren erst ein bisschen Fußball spielen, was Brüder halt so machen. Und dann hat er gesagt, Jonas, für mein morgiges YouTube-Video würde ich dich gerne einschmelzen. Ich dachte erst, er macht einen Witz so, ne, so ganz lustig. Und dann so, natürlich nicht, also klar. Das, und er dann so, ja, aber ist doch nur für YouTube, ist doch nicht so schlimm. Ich so, du kannst mich doch nicht einfach einschmelzen. Und dann hat er eben, ja, total angefangen zu lachen, mal lauter und... Irgendwie aus dem Gehirn. Ich so, Julian, bitte komm zurück in die Realität. Du kannst nicht deinen Bruder einschmelzen. Es geht nicht. Den hat er überhaupt nicht eingesehen. Er hat die Kamera aufgebaut und Lichter aufgebaut. Gesagt, nur 20 Minuten. Schmelz dich einfach nur kurz 20 Minuten ein. Guck mal! Das ist der größte Skittle der Welt! Alter! Okay, ist ja toll! Klasse, ja! Julian, wie willst du auf dein Handy verfickt? Ja, so ein ist der Rest! Und beide Videos sind einfach unfassbar explodiert, unfassbar krass bei euch angegangen. Wir wollen einen vierten Teil, wie du irgendwas einschmilzt. Bei 150.000 Daumen nach oben ist jetzt eine Steigerung, ich weiß. Ich muss auch immer gucken, ob es euch gefällt. Also bei 150.000 Daumen nach oben schmelze ich was ein. Vielleicht fällt mir im Laufe des Videos noch was ein. Dann bin ich einfach weggelaufen. Keine Ahnung, was sagt ihr denn dazu? Er kann mich doch nicht einfach einschmelzen. Das geht doch nicht. Dann habe ich es irgendwie noch geschafft, aus dem Haus zu kommen. Er war schon dabei, den Esstisch einzuschmelzen. Die Stühle. Einfach alles eingeschmolzen. Eigentlich wollte ich da nie mit euch drüber sprechen, aber
Ja, ich bin Julians Bruder und ihr müsst mich retten.